Standard. Sehr eigenartig. Einen guten Abend. Einen guten Abend. So, irgendwie ging mein Mikrofon gerade nicht. Ich musste nur mal gucken, woran es liegt. Und jetzt scheint es. Scheint es aber zu klappen, hoffe ich. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann schreibt gerne. Aber ich sehe hier einen Pegel, von daher vermute ich, dass es auch gehen wird. Interessanterweise hat die Webcam auch wieder eine Tonanzeige. Naja. Ah, hallo Marco, hallo Thürawal, hallo Alec, hallo Murmeltinaik. Einen guten Abend euch allen. Eine Stunde bleibst du noch da. Naja, also ich bleib auch noch. 2. Also 2 mindestens, denke ich. Ich frage mich auch manchmal, ehrlich gesagt, Alec, also wenn ich einen Raid starte, dann steht da auch, dass irgendwie so und so viele Leute bereit sind zu raiden oder sowas oder so und so viele Leute beim Raid teilnehmen. Und ich frage mich manchmal, wenn ich selber mitraide, wie beeinflusse ich überhaupt, ob ich beim Raid teilnehme oder nicht? Also ist es dann, wenn ich ausschalte, nehme ich nicht teil? Oder das finde ich allerdings auch noch ein bisschen seltsam. Also das habe ich noch nicht so richtig verstanden bei Twitch. Guten Abend, Ju. Und auch eine gute Nacht dir. Schlaf gut. Aber schön, dass du noch Hallo gesagt hast. Kann man das abbrechen, dass man sagen will, man möchte nicht mit? Vielleicht kann man das und ich habe das nie registriert irgendwie. Naja, aber warum du nicht automatisch mitgeradet bist, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber vielleicht weiß es jemand anderes. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben in einem Sektor C9, weil wir mit unserem kleinen Team bestehend aus Chris, Dimitri, Grizzly und Trevor auf den Weg uns gemacht haben nach San Mona, um dort in der Stadt ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe das ja gemacht, weil ich irgendwie nicht auf den grünen Zweig komme. Und das hat jetzt angefangen, mich zu stressen, ehrlich gesagt. Und ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehabt im Spiel, dass ich so Geldprobleme hatte. Aber das könnte sein, dass es daran liegt, dass ich sonst immer auf einfach oder dieser zweiten Schwierigkeitsstufe gespielt habe und dadurch einfach mal 10.000, 15.000 Dollar mehr hatte am Anfang. Und mir deswegen jetzt eigentlich Trevor hätte gar nicht leisten dürfen mit meinen finanziellen Mitteln, die mir jetzt auf Profi zur Verfügung standen. So. Da das aber ein Problem ist, weil ich irgendwie nicht auf einen positiven Geldbetrag komme, war ich jetzt mal so frei und habe den Output der Minen verdoppelt. Das heißt, ich kriege jetzt doppelt so viel Geld aus den Minen. Und hoffe, dass ich dann bald die Verträge von Trevor, Grizzly und Fox mal vernünftig verlängern kann und nicht immer nur so Tagesangebote machen muss. Das stresst mich nämlich schon etwas, also wenn ich hier so Geldknappheit habe. Ich habe ja einen Profi eingestellt, weil ich viele Gegner haben möchte und nicht, weil ich viel bezahlen möchte eigentlich. Genau, also was heißt viel bezahlen? Also Die Teuerungsrate steigt ja im gleichen Maße, nur habe ich einfach von Grund auf sehr wenig Geld gehabt. Und ich hoffe, das kann ich damit ausgleichen. Vielleicht stelle ich es auch wieder aus irgendwann, wenn ich sehe, ja, das ist irgendwie doch krass viel Geld oder so. Genau, deswegen habe ich jetzt 14.400 Tageseinkommen in Drassen und nicht mehr 7.200. Und ich hoffe, damit komme ich auf den grünen Zweig. Kann sein, Marco, dass es da ein Verlassen gibt. Aber es ist mir noch nicht so wirklich aufgefallen, wenn ich selber da an einem Industry mit drin war. Ich wollte eigentlich auch immer mit raiden, um zu gucken, was sind das für Leute, auf die so geradet wird und was machen die so und ja. Und weil es auch noch ein paar Kanalpunkte gibt. Genau, und wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich ja nach einer Minute wieder ausmachen. Na gut, dann haben wir hier einen kleinen Kampf zu bestehen auf C9 mit 5 Gegnern, 4 gegen 5. Vielleicht ist es auch ein bisschen schwerer, der Kampf, mal schauen. Ja, Alex sehe ich auch so. Ja, vor allem der erste Kampf ist so schwer hier, ne? In Drassen. Dieser erste Gegenschlag, der ist wirklich krass. Und was jetzt noch kam an gegnerischen Truppen, das war ja alles relativ einfach zu managen, Weizen. Habe ich dir überhaupt schon Hallo gesagt? Hallo, guten Abend. Genau. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass hier jetzt hier auf C9 Elite-Gegner stehen werden. Warum nicht? Also weil das wahrscheinlich einfach nur eine Patrouille ist oder so eine übliche Gruppe an Söldnern, die so Kreuzungen gelegentlich bewacht. Und die Elite-Gegner kommen eigentlich meistens nur so direkt in Städten vor oder als sozusagen Racheaktion von Deidranna. Aber schauen wir mal, vielleicht ist ja tatsächlich hier auch jemand mit einem grauen Hemd dabei und macht es ein bisschen schwerer. Aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus. So, schleichen erstmal an für alle. Dann genau in diesem Moment, wo ich mich hinknien wollte mit allen, sehe ich einen Gegner. Witzig. Okay, aber es ist immer noch die gleiche Teamgröße. Ja. Dann würde ich sagen... Also der müsste mich auch sehen. Also wir haben ja keine anderen Lichtverhältnisse. Thürawald, danke. Der Rucksack liegt hier schon. Das hatte ich schon im letzten Stream. Den Rucksack hatte ich schon im letzten Stream abgelegt. Okay, und da er mich wahrscheinlich eh schon sieht, renne ich jetzt hier im Nicht-Schleichmodus. Mache ich das Schleichen wieder aus. Kurz hinter den Stein. Und werde dann vom Stein aus meinen ersten Schuss auf ihn abgeben. Und wahrscheinlich auch den einzigen. Damit mache ich ihn aufmerksam und vermutlich auch den Rest seiner Kompanen, die ja wahrscheinlich auch in der Nähe sich aufhalten werden. Mensch, Trevor. Der trifft natürlich auch gleich wieder. Und die werden jetzt wahrscheinlich in der nächsten Runde alle in meine Richtung stürmen. Und mit Dimitri möchte ich ein wenig nach unten absichern und schau mal hier in diese Richtung, falls dann auch Gegner von unten kommen. Die halten sich ja üblicherweise schon oft in Straßennähe auf. Ich hoffe nicht, dass jemand von links kommt. Das kann natürlich durchaus auch passieren, aber hier hat Dimitri auch so ein bisschen Sicht zumindest. Okay, na dann. Schauen wir mal, was in der ersten... Ja, der Feuerstoß ging auf jeden Fall auf Grizzly, der sich nicht mehr abducken konnte. Aber Grizzly sieht ihn sogar im geduckten Zustand. Aber das liegt jetzt daran, dass er steht. Nö, es geht auch, wenn er hockt. Wahrscheinlich ist der Stein einfach so klein, dass er so ein Stück weit dran vorbeigucken kann. Dieses verrückte Lachen. Gut, dann war es das ja jetzt schon mit dem. Die anderen haben sich jetzt noch nicht gezeigt. Gut, Grizzly, dann würde ich sagen, du kommst nochmal hoch. Dann machst du hier diese Richtung. Und Dimitri, guckst mal nach da. Der Ingame-Sound ist nicht hörbar für euch. Oh. Das ist auch wiederum eigenartig. Irgendwas stimmt mit meinen Sound-Settings nicht. Okay, dann werde ich nochmal kurz pausieren. Und ich gehe nochmal ins OBS rein, also speichere hier. Gehe nochmal ins OBS rein. Spiele nochmal kurz aus. Ja, wobei ich muss wahrscheinlich eh jetzt mal erstmal irgendeinen Ton anmachen. Mach mal den Forge of Empires Ton an. So, und gucken. So. Okay. Komischerweise ist der Ton jetzt hier nicht da. Jetzt müsste er da sein. Aber sehr komisch, sehr komisch. Gut, dann mache ich den Forge of Empires Ton wieder aus. Zack. Und dann müsstet ihr den anderen Ton auch gleich haben. Und wenn ich es dann wieder starte. So, OBS nach vorne. So. Ja, okay. Kommt an, oder? Das Klackern gerade war zu hören, oder? Ja. 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 Ja, mein Desktop-Bild ist der Pluto. Danke, sehr schön. Dann funktioniert es jetzt. Ich weiß nicht, warum es nicht geht, ehrlich gesagt, weil eigentlich es, na, so richtig verstehe ich es nicht. Muss irgendwas mit Windows zu tun haben, glaube ich. Weil die Standard-Toneinstellungen waren jetzt Pluto ist ein Zwergplanet, ja? Alec. Ja. So, Unterbrechung für Grizzly. Und auch für Dimitri. Komm, du kannst es, Dimitri. Schade. Naja, die Gradierung habe ich schon verstanden. Das liegt ja an... lag ja daran, dass bestimmte Kriterien für den Pluto nicht zutreffen, die für die anderen Planeten zutreffen, aber wiederum für andere Zwergplaneten, die ähnlich sind wie Pluto, wie Haumea und Makemake und wie sie alle heißen, diese ganzen weit draußen Zwergplaneten, wiederum ganz ähnlich sich verhalten wie Pluto mit diesen ungewöhnlichen Bahnen und sehr langgestreckten Bahnen und sowas. Eris, Setna, genau, also das hätte man sonst alles auch zu Planeten machen müssen. Das war ja früher, waren ja schon mal mehr Planeten, aber also irgendwie große Asteroiden des Asteroidengürtels waren früher mal Planeten, aber das wurde dann auch irgendwann mal geändert wieder, weil man eingesehen hat, man kann jetzt hier nicht jeden Asteroiden zum Planeten machen. Und Pluto war dann doch schon noch ein Stück weit größer, aber ich glaube, es gibt auch andere Zwergplaneten wie den Pluto, die ähnlich groß sind. Und die dann eben auch keine Planeten sind. Yeah. Von daher die Begründung verstehe ich schon, dass sie dahin gesagt haben, Pluto ist eigentlich kein Planet in dem Sinne. Yeah. Ja. Ah. Gut. So, der wäre dann auch schon erledigt. Also wie angenommen, das sind halt nur die Rothemden und die haben jetzt im Moment auch nur Pistolen, was dann wiederum für sie bedeutet, dass die sich davor scheuen, zu schießen, wenn sie nicht in Waffenreichweite sind, was ich komisch finde. Ehrlich gesagt, weil ich kann ja auch einfach schießen, wenn meine Pistole nicht in Reichweite ist. Und ich treffe ja auch ganz gut. Also, das macht es natürlich am Anfang schon noch ein Stück weit einfacher. Mal abgesehen von diesem einen Angriff auf Drassen, es ist jetzt dann erstmal leichter. Was die kämpferische Herausforderung betrifft. Ja. Okay. Aha. Ja. Und was ist sein Argument dafür, dass der Pluto wieder ein Planet sein soll? Einfach nur, weil er es mal war? Oder hat er auch tatsächlich ein Argument? Ja. Ja. Aber dann, ne, wenn Pluto wieder ein Planet sein darf, dann bitte aber auch diese großen Asteroiden im Asteroidengürtel. Okay. Also irgendwo treiben sich hier noch die drei rum. Alles gut? Okay. Gehst jetzt ins Bett? Okay. War entspannend. Ja? Na dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Dir auch. Gut, also irgendwo treiben sich hier die drei noch rum. Ja. Ja. Ich würde jetzt einfach leise in ihre Richtung könnte einen Blick wert mich begeben. Alles klar. Also in die in Richtung der Sektormitte begeben. Und dann werde ich die schon finden, denke ich. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ja. So. Ja. Einfach nur Flanken sichern. Ja. Ja. Hier. Ja. Hier. Und dann versuche ich noch einen Schuss. Und treffe auch. Ja. Chris ist ja ein echt guter Schleicher. Oh, Trevor kann sich ja gar nicht mehr hinhocken. Das hätte ich jetzt eigentlich noch gewollt. Hätte ich mal ein bisschen mehr auf meine Aktionspunkte achten sollen. Da sind die Verbrecher. Mhm. Der hat sogar ein Gewehr. Aber der mag nicht schießen. Der mag nicht schießen, zum Glück. Ja. Ja. Gut, ich denke, du bist enttarnt, Trevor. Begib dich lieber in Deckung. Soweit möglich. Ja. Grizzly. Siehst du ihn? Von hier aus kann ich nicht richtig zielen. Ja. Und Chris? Chris von hier aus kann ich nicht gut zielen. Du auch nicht. Trotzdem. Na, geht doch. Ja. Von hier aus kann ich nicht richtig zielen. Versuch's einfach mal. Okay. Okay, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ist es ein Problem, dass junge Leute sich nicht für Astronomie interessieren? Ich fand das immer interessant. Ja. Ja. Ach, da sind sie alle drei. Ja. Der wichtigste ist der hier in der Mitte, der hat nämlich, wie gesagt, das Gewehr. Der ist also im Moment unser gefährlichster Gegner an der Stelle. Hier. Von hier aus kann ich nicht gut zielen. Sind doch weiterhin nur drei, genau. Ja. Okay, vielleicht können wir Dimitri noch ins Spiel bringen. Rennen doch erstmal hinter den Stein. Der auf der linken Seite ist ja sowieso schon ziemlich erledigt. Ja. Nö, die Unterbrechung nutze ich nicht. Aber die nutze ich natürlich gerne. Der Name sagt mir nichts. UWUDL. Ist das auch ein Forge of Empires YouTuber? Hier. Sehr schön. Ja. Er sieht auch den. Na dann. Nimmst du den? Ja. Trevor schießt mal lieber auf den, weil sonst kommt er gleich vollkommen fit in unsere Nähe. Das möchte ich auch nicht. Ja. Ah, okay. Ach so. Schaut denn auch einer von euch? Okay. Ich habe gelesen, schaut denn noch einer von euch? Ja. Ja, nee, den Kanal kenne ich nicht. Aber ja. Ich habe irgendwie einige andere, die ich da hin und wieder mal geschaut habe. Eher ungezielt. Also mal abgesehen von Lesch Kosmos. Lesch Kosmos, das habe ich schon. Da habe ich schon viele Folgen auch gesehen. Ja. Auch direkt auf YouTube ja. Tatsächlich. Ich könnte doch mit ihm noch hinter den Stein hier. Schafft er das jetzt noch? Dann ist er doch näher dran. Der ist jetzt hier keine Gefahr mehr, da der bereits stirbt. Ja. Grizzly, siehst du ihn, wenn du aufstehst? Leider nicht. Ja. Der hat aber eine komische Pistole. Ja. Komische Geräusche macht. Ah. Hab dich, du Hundwort. Okay, da ist er gut in Deckung. Ja. Aber auch nicht gut genug. Ich stolz sein. Sehr schön, Dimitri. Das auch, also wenn der Erfahrungslevel gewinnt, dann macht mir das überhaupt keine Sorgen, weil der kostet mich ja keinen Cent. Ja. Grizzly ist bald Level 5, das ist natürlich dann wieder teurer. Yep. Bei Trevor dauert es noch ein bisschen. Ja. Wobei bei Lesch Kosmos macht ja auch so eine Frau auch mit. Und die fand ich auch gut. Nur kenne ich ihren Namen noch nicht. Also ich hatte irgendwie 1, 2, vielleicht 3 Episoden gesehen, wo nicht Harald Lesch, sondern die Frau die Sendung gemacht hat. Und das heißt ja trotzdem Lesch Kosmos, glaube ich. Dann. Ja. Hier. So, einer ist hier noch, der versteckt ja. Sich jetzt hier hinter dem Stein. Ja. Okay. Ich renne mal mit Dimitri zu dem ja. Sterbenden. Und ja. Trevor kann auch mal... Was kann das sein? Einen Stein weiter vor. Genauso ja. Wie... Grizzly. Okay. So, bleib doch einfach mal so stehen yeah. Und warte auf eine Unterbrechung. Und Chris. Tja, da habe ich irgendwie keine gute Idee, wie ich gehen soll. Kann ich eigentlich nur... direkt drauf zu. Ja. Gut geht es ihm nicht. Du hast gerade eine Folge gesehen? Alec? Also gut geht es dem Gegner nicht. Der hat, glaube ich, gerade geschrien und hier, dem wurde kein Punkt abgezogen. Also es ist nicht der, der... Ja. Der verletzt wurde. Verdammt. Ah, ja. Da ist er ja. Ja. So. Versuchst du nochmal dein Glück, Grizzly? Oh, der war gut. Der hätte, glaube ich, getroffen. Okay. Ja. Da stirbt dann... Stirbt dann der andere auch direkt. Ich wollte eigentlich Dimitri nochmal einen Faustschlag machen lassen. Aber es wäre... Jetzt im Nachhinein, wo ich nochmal drüber nachdenke, besser gewesen, hätte ich einfach das Wurfmesser von Dimitri benutzt, weil er ist ja Messerwerfer und der kann ja gut mit Messern und da hätte ich ja einfach schon von hier oder von hier auf den mit einem Wurfmesser werfen können. Er hätte auch nochmal ein bisschen Erfahrung bzw. Treffsicherheit und sowas gewonnen. So, alle Feinde tot hier. Kann ich auch wieder ein bisschen was looten. Wobei ich... ein Taschenmesser. Wobei ich eigentlich gar keinen Platz mehr im Inventar habe. Munition für eine Schrotflinte. Die würde auch in seine Schrotflinte passen. Ist die andere... Nee, da passen nur 4 Magazine hin. Tja. Was ist das jetzt? Das ist... Was ist denn der Unterschied? Kaliber, Schrot, FLG. Mit seinen schräg gestellten Rippen ist das Brennecke... Was? Rubinsabot, Flintenlaufgeschoss, pfeilstabilisiert und kann aus allen Flintenläufen verschossen werden. Es besitzt eine sehr hohe Präzision und steigert die Reichweite ihrer Waffe um 50 Meter. Okay, und das? Die Rottweil Steel Game Weicheisenpatronen berücksichtigen Umweltaspekte und sind für die Jagd an Gewässern und in sensiblen Landschaftsbereichen, in denen kein Bleischrot zugelassen ist, hervorragend geeignet. Okay, das ist wirklich... Die haben keinen Unterschied, die Kugeln, tatsächlich. Es sind einfach nur andere Marken oder so. Ja, warum nicht? Ich habe mir mein Chatfenster nicht lang genug gezogen. Jetzt kann ich nicht alles von euch lesen. Ja, bei Alpha Centauri habe ich ihn auch schon gesehen damals. Okay, einfach gut. Von Josef Gassner, der sagt mir jetzt aber auch nichts. Okay, das Messer, kann man mit dem noch irgendwas mehr? Ah, das ist auch als Reparierwerkzeug zu gebrauchen. Und man kann mit dem auch angreifen. Brechen Sie Schlösser auf oder stechen Sie Ihre Feinde mit diesem Mehrzweckmesser nieder. Roter Griff mit Schweizer Wappen. Genau, Schweizer Taschenmesser, okay. Ich habe überhaupt keinen Platz mehr im Inventar. Ein 44er Schnelllader, das braucht man auch nicht so häufig. Damit kann ich zumindest die Pistolen wieder ein bisschen auffüllen. Ne, er hat diese Dragunov-Munition. Ja, und das Schrot kann ich auch nicht mitnehmen. Ich hätte hier noch eine kleine Tasche frei bei Grizzly. Wenn ich... so ein paar Pistolenmagazin rausnehme... Oder wenn ich das hier in Pistolenmagazin umkonvertiere, dann kann ich noch ein bisschen was in kleine Taschen machen. Aber das wird auf jeden Fall schon fisselig hier. So. Kann ich noch Teile der Munition mitnehmen. Der Rest muss bleiben. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Mehr Platz habe ich nicht. Das passt überall rein. Ja. Ob in ein Schloss oder in einen Kopf. Ja, MIT kenne ich natürlich auch. Aber sie macht ja keine Astronomie, soweit ich weiß. Und Susanna Randall oder Susanna Randell, ich weiß nicht, sie klingt irgendwie amerikanisch oder klingt irgendwie, als müsste es Englisch ausgesprochen werden. Vielleicht klingt es auch, als müsste es Englisch ausgesprochen werden, weil ich den Namen eigentlich kenne, aber gerade nicht zuordnen kann. Ja, Mighty ist eine Chemikerin, ja. Kann sein. Ja, okay, gut, dann bleibt der Rest da leider liegen. Ah. Astronautenanwärterin. Ja, Samantha Cristoforetti ist doch Astronautin. Die ist zwar Italienerin, aber die kann auch sehr gut Deutsch. Und da gibt es von der mindestens einen Podcast zusammen mit... also ein Raumzeit-Podcast. Der ist auch über Astronomie. Mit Tim Pritlove. Da habe ich auch viel gehört. Raumzeit habe ich, glaube ich, alle Folgen gehört. Höchstens ein paar neue, die ich vielleicht noch nicht gehört habe. Ich meine, da kommt jetzt nicht oft eine Folge. Bin gut angekommen. Aber ich höre gerade noch so viele andere Sachen einfach. Und da fällt es dann manchmal ein bisschen schwer, eine neue 3-Stunden-Episode anzufangen. Okay, der Weg ist frei und ich komme in San Mona an. Jetzt hier. Was tun? Und in San Mona gibt es keine Gegner. In dem Sinne. San Mona ist auf jeden Fall nicht von Dead Runner beherrscht, sondern von anderen Leuten. Schauen wir uns mal das Örtchen an. Vielleicht hat ja Dimitri was zu sagen zu dem Ort. So als Local Guide. Ja. Nee, kommt erstmal nix. Okay. Dies ist schöne Seite von San Mona. Großer Sturm hat hier Waldbrand gemacht. Okay, ja. Hier sind die Bäume alle entlaubt. Und ja. Diese Bar heißt übrigens Wasserloch. Watering Hole. Hier. Auf jeden Fall sehr charmant. Da möchte ich doch direkt drin einkehren. Buen venido in meinem bescheidenen Etablissement. Ich bin einer der Wirtsbrüder Santos. Wir sind in ganz Arulco für unsere Drinks bekannt. Den kennen wir doch. Meine Brüder mir haben erzählt von ihnen. Wir haben noch nichts getroffen zuvor, aber kennst du einen von uns, kennst du alle von uns. So sagen der Leute. Frauen, sie uns immer verwechseln. Aber macht nichts. Ich auch verwechsle sie. Aber sie nichts sagen, dass meine Brüder. Ich gewesen in die Bett mit alle ihre Frauen. Armer Manni. Meine Fußmatte ist attraktiver als seine Frau, aber andererseits, das ist gut für jede Ehe. Ich nichts will geben an mit diesem Geschenk Gottes. Ich will nur zeigen, wie eng verbunden die Santos-Brüder sind. Also Alberto ist der Marco in unserer Runde. Seh nix in der ersten festzustellen, dass wir aussehen gleich. Ich das nix verstehen. Wir doch aussehen völlig verschieden. Ja, okay. Also, die haben auch alle so einen kleinen eigenen Text und ein bisschen was Eigenes. Und jetzt haben wir schon 3 davon kennengelernt. Wenn ich mich nicht irre, oder? Ist das jetzt schon der 3. oder der 2.? Kann auch sein, dass es der 2. ist. Okay, aber sonst ist hier anscheinend niemand in der Bar. In Bars halten sich ja gerne auch mal irgendwelche anderen Named Characters auf. Ja, ich glaube auch in Drassen waren 2, ne? So. Arulco wird noch bessere Tage sehen. Waffen machen mich nervös. Ja. Der Bodybuilder sieht schon so aus, als wenn die Waffen nervös sind. Ja. So. Da gibt es Rauchwagen. Smokes. Dem kann man dann aber auch nicht handeln oder reden. Wenn ich Arulco nur verlassen könnte. Kannst du doch. Verstanden. Also, ein Random Laden. Random Ladengeschäft. Der hat aber 3 Fragezeichen über sich. Das heißt, von dem erfahren wir irgendwas. Hier. Ja, Pater Walker, der finanziert auf jeden Fall die Bars in Drassen. Schauen Sie sich ruhig um. Bei mir gibt es nur die besten Lederklamotten. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, mein Name ist Angel. Genau, das ist Angel. Der erzählt uns bestimmt auch noch mehr. Ich habe hier was ganz Besonderes. Das wäre vielleicht was für Sie. Eine Kevlar-verstärkte Weste. Kleidsam und doch äußerst praktisch. Ihnen würde ich sie für $950 überlassen. Ist ja das ein Angebot? Ich hatte noch nie Sorgen, diese Pilotenjacke zu kaufen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn ich ihm die Jacke abkaufe, vielleicht noch mehr Informationen mitteilt. Wenn ich jetzt sage, nein, könnte es vielleicht ein Problem sein. Dadurch, dass ich den Minenbeitrag ja erhöht habe, habe ich die 950 vielleicht aktuell sogar. Schauen wir mal. Ich hoffe es, weil ich würde sie schon gerne besser kaufen, als dass er dann irgendwie uns nicht mehr Informationen gibt. Und wie möchten Sie zahlen? Ah, okay. Also ich habe noch Zeit. Ja, alles klar. Ich habe auch 950. Gut, dann würde ich jetzt 950... Du sagst immer nein, aber kriegst du dann die Quest von ihm? Wenn du nein sagst? Und wie möchten Sie zahlen? Weil er macht ja nichts mehr jetzt. Schauen Sie sich ruhig um. Bei mir... Ja, nee, Spiel gespeichert ist ja nichts. Okay, wenn man genug Führungskraft hat, kriegt man die. Und ich habe jetzt nicht genug. Danke vielmals. Ich bin sicher, dass Sie den Kauf nicht bereuen werden. Die Weste ist extrem strapazierfähig. Die hält es sicher ein Leben lang. Okay, die Weste liegt jetzt auf dem Boden. Hier ist es. Und ich glaube, die ist wirklich gar nicht so schlecht. Genau, die ist nämlich gleichwertig mit einer normalen Kevlar-Weste. Und ich glaube, sie hat sogar eine größere Schutzwirkung. Jetzt mal vielleicht mal in der taktischen Ansicht gucken. Wenn ich sie doch auf den Boden lege. Oder auf den Stuhl. Okay, Chris. Also die hat den gleichen Rüstungswert von 27. Nee. Das ist zusammen addiert. Okay, also der Rüstungswert ist 20 und bei dem anderen, bei der Kevlar-Weste ist er 25. Aber die Abdeckung des Körpers ist um 15% besser. Und was ist das hier? Die Zerfallrate? Naja, anscheinend scheint sich das dann irgendwie auf ungefähr denselben Rüstwert zusammen zu addieren. Und Dimitri hat auf jeden Fall im Moment noch eine schlechtere Weste. Okay. Ja, versuche ich jetzt mal. Ich speichere nochmal und spreche nochmal an. Ich möchte Ihnen etwas anvertrauen. Ich habe das Gefühl, das könnte die einzige Gelegenheit dazu sein. Meine Schwester Maria wurde vor mehr als einem Jahr aus Meduna entführt und muss seitdem als Prostituierte arbeiten. Ich bin nach San Mona gezogen und habe diesen Laden eröffnet, damit ich in der Nähe des Bordells Shady Lady bin, wo sie zu arbeiten gezwungen wird. Maria war einmal ein unschuldiges, naives Mädchen. Ich fürchte, das ist lange her. Ich flehe Sie an. Sie müssen sie retten. Befreien Sie meine Schwester aus dem Bordell. Ich gebe Ihnen dafür alles, was ich habe. Ich habe zwar kein Geld, aber ich weiß, wo man welches finden kann. Aber Sie müssen vorsichtig sein. Die Shady Lady gehört Kingpin. Wenn er herausbekommt, dass Sie Maria zur Flucht verholfen haben oder dass Sie seine Männer in einen Kampf verwickeln, wird er uns alle töten. Wirklich schade, dass Sie erst jetzt reinschauen. Vor 2 Wochen hatte ich Schlussverkauf. Die Preise waren drastisch reduziert. Ich habe zu tun. Wenn Sie mich brauchen, Sie mich finden hier. Okay, also, er gibt uns eine neue Quest, denn wir haben ja gar keine mehr. Also, nicht aus diesem Grund, aber er gibt uns eine neue Quest. Und zwar, er möchte, dass Maria gerettet wird aus dem Bordell Shady Lady. Genau, und das ist eine Aufgabe, die wir hier in dieser Stadt erledigen können. Ansonsten ist es mehr oder weniger eine ziemliche Rollenspielstadt, weil man halt wenig schießen muss, besser gar nicht schießt, weil man sonst Ärger mit den Leuten von Kingpin bekommt. Die Stadt gehört nämlich nicht, wie gesagt, nicht Deidranna, sondern Kingpin. Und ich bin auch gerade nicht sicher, ob das so gut ist, wenn ich jetzt hier die Tür aufknacke. Ich werde es aber trotzdem mal machen. Ich speichere. Denn ich möchte ja wissen, was so in den Schränken drin ist. Und ob da vielleicht noch was drin ist, was mir nützlich ist. Nichts drin? Nee, nichts drin. Aber hier sind so ein paar Kleinigkeiten drin. Die sind auf den ersten Blick zunächst Nutzer. Batterien, Kupferdraht und Sekundenkleber. Aber die kann man dann wieder zum Basteln verwenden. So wie ich aus einem Wodka und einem Dead Runner Rules Shirt einen Molotow-Cocktail gebastelt habe. Mit Hilfe eines Messers. Kann man auch mit Batterien und Kupferdraht verschiedene Sachen basteln. Und mit Sekundenkleber. Ich bin aber gerade nicht sicher, was man mit denen basteln kann. Ich glaube, man braucht die Batterien, um ein... Beispielsweise ein Radargerät zu bauen. Dann kann man nämlich die Gegner innerhalb eines Sektors sehen. Ah, die Feldflasche nehme ich direkt mit. Nichts drin? So, da oben ist nochmal so ein Motelartiges Snack and Check. Skinfight Fashion. Auch hier sind keine Named Characters drin. Yep. Das ist ja hier mehr oder weniger die Bar von dem Motel. Nichts drin. Also Bomben kann man sicherlich auch bauen. Ich habe ja hier TNT zum Beispiel. Da ist ein Zeitzünder dran. Den haben wir ja in der Verteidigung von Drassen. Das ist auch schon ordentlich benutztes TNT. Beziehungsweise, was heißt ordentlich? Ich habe damit drei Gegner gegrillt. Aber mit einer Stange TNT... Nichts drin? Komme ich sogar dran, ohne dass es stehlen wäre. Wenn man was wegnimmt, was ausgegraut ist in der taktischen Ansicht, dann wird es als stehlen gewertet. Und wenn das ein gegnerischer NPC sieht, dann kann das eine Auswirkung haben. Nichts drin? Dann ist der NPC sauer oder die Moral der Stadt sinkt oder irgendwie sowas. Nichts drin? Aber diese Kommoden scheinen hier alle überhaupt gar nichts zu enthalten. Nichts drin? nichts drin. Nee. Also nur das Bastelzeug. Aber auch dafür fehlt mir ja... Fehlt mir ja der Platz in den Taschen. Also geht's weiter in den nächsten Sektor von San Mona. Und auch da müssen wir jetzt keine Angst haben, beschossen zu werden. Zumindest nicht ohne weiteres. Zumindest wenn wir nicht Leute beschießen, wird hier niemand zurückschießen. Ja. Aber auch hier gibt es wieder NPCs und hier gibt es die Shady Lady. So, da steht auch Kingpin drunter. Das ist nämlich dann seine Fraktion quasi, der er angehört, dieser Typ hier. Und der wird dann auf jeden Fall auch aggressiv, wenn man Probleme mit Kingpin hat. Wenn man beispielsweise die... Mir tut leid, dass du das müssen sehen. Sein kein gutes Stadtteil. Frauen tun für Geld solche Sachen, für die mir meine Mama Hintern hat versorgt. Hey. Also Dimitri ist ein wenig schüchtern. Nichts. Was vielleicht an seiner Mama liegt. Nichts. Nichts. So, hier liegt ein Video rum. Könnte ich auch einfach nehmen, wenn ich das so sehe hier. Verstanden. Ja. Ich nehme an, das ist das Video, was ich brauche. Ich hab's. Diese VHS-Kassette mit dem Titel Lack und Leder Loretta 6, der unbelebte Mann, ist ein nicht jugendfreier Pornofilm. Eltern und andere Konsumenten sollten ihre Zimmertüre abschließen. Also, nix für Dimitri. Okay. Nix für den kleinen Dimitri. Ja, okay. Yeah. So, in dem General Store gibt's wieder nix. Verstanden. Ja. Hier ist eine weitere Bar. Yeah. Mal schauen, welchen Barkeeper wir dort antreffen. Gleich. Wer sich mit Jagged Alliance auskennt, der wird es vielleicht schon wissen. Alles klar. Weizenspam. Weizenspam, ich gebe dir mal eine Chance zu raten, welcher Barkeeper das ist. Hallo, Bioboyd. Ja, bei mir gibt es in deutscher Sprache Jagged Alliance. Grüße zurück nach Tschechien. Wir sind bei Tony. Du weißt nicht, wie der heißt. Ich weiß, wie er heißt. Es kann aber sein, dass es daran liegt, dass ich im Video von Mongusa ihn erst kürzlich gesehen habe. Nämlich ist der Barkeeper Frank. So, hier haben wir wieder einen Named. Ich bin Hans. Wie kann ich dir helfen? Übrigens haben wir jetzt Hans gefunden. Das ist Hans. Und wer mit Hans reden will, der redet eigentlich mit seiner Stimme. Mann, ich sag's dir. Diese Frau ist die Beste. Gott, nie hast du was da, Hans. Deine von Frauen für Frauenabteilung ist so gut wie leer. Seit Jahren hast du nur 3 Filme, alle mit Twin Peaks. Und die ist seit 5 Jahren tot, Hans. Falls du einige von denen, die du geliehen hast, gelegentlich mal zurückbringen würdest, dann würde die Regale nicht ganz so leer aussehen. Wie wär's mal mit was Neuem? Zum Beispiel Titanic oder Frauenpension oder geheime Gelüste schottischer Schafwirtinnen. Mann! Zum 10. Mal. Die liegen alle auf Backorder. Du stehst jetzt hier schon geschlagene 2 Stunden herum und da liegen nur 3 Filme zur Auswahl. Also mach ein bisschen Dampf. Ja, ja, ja. Du hast bloß Glück, dass du hier am Arsch der Welt keine Konkurrenz hast. Ja, ich werde mal einen Screenshot machen, ne? Zu, das ist Hans. Damit Josie mal weiß, wer das eigentlich ist, ja. Habe ich dir schon von unserem neuen Sonderangebot erzählt? Du kaufst einen Gummiartikel im Laden und du bekommst eine Videokassette deiner Wahl gratis dazu. Ich weiß nicht, ob er Schweizer sein soll oder Niederländer. Ich muss jetzt Inventur machen. Schau doch mal wieder vorbei, wenn du in der Nähe bist. Und dann haben wir diese sehr klischeehafte Lesbe Brenda. Holländer. Ja, hätte ich auch eher getippt. Ja. Die sich hier leider vergeblich nach einem guten Video umschaut. Denn offensichtlich ist es eine Videothek auch. Hey, kommst du oft her? Von den Sachen hier willst du bestimmt nichts haben. Ich habe mir hier echt die Krätze geholt. Oh. Ich muss mir eine Satellitenschüssel besorgen, damit ich endlich mal einen Lesbenkanal reinbekomme. Sag mal, hast du nicht noch was vor? Eigentlich nicht. Okay, aber ja. Wir schauen einfach mal, was passiert, wenn wir der Brenda diesen netten Videofilm Lack und Leder Loretta 6 geben. Vielleicht hat sie den noch nicht gesehen. Sag mal, hast du nicht noch was vor? Was soll sie denn streamen, Alec? Murmeltier Nike, ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut, schön, dass du da warst. Ja, und Thürerwald, dir natürlich auch, schlaf du auch gut, schön, dass du auch noch da warst. Aber Brenda kriegt jetzt von mir mal ein neues Video oder vielleicht auch ein altes. Wow, Lack und Leder Loretta 6, der unbelebte Mann. Boah, den kenne ich noch nicht. Danke. Okay, sie findet es auf jeden Fall gut. Ja, ich denke auch. Ströme, ne? Okay, so. Mal gucken, was Hans jetzt sagt, weil jetzt ist ja die Frau, die ihn so nervt, weg. Endlich. Jeden zweiten Tag muss ich mir ihre Scheiße anhören. Immer dieselbe Leier. Nichts wie Jammern und Klagen. Hätte ich bloß noch meinen Bikerladen. Aber der ging pleite, als die Herrin den Spritzhahn abdrehte. Okay, jetzt wo sie weg ist. Ich schätze, du bist nicht hier wegen der Pornofilme. Tony ist hinten. Ich bin sicher, du wirst mit seiner Kollektion zufrieden sein. So, dann merkt ihr auch schon, ja. Der Kommentator gerade eben, leider ist er mir schon aus dem Bild gehuscht. Der kennt sich aus mit Jagged Alliance. Denn er hat ja gerade schon von Tony geredet. Und Tony ist hinten. Hier ist eine verschlossene Tür. Die sollte ich jetzt auch nicht aufmachen. Weil es kann sein, dass er dann sauer wird. Das mache ich lieber nur, wenn alles gut gespeichert ist. Und hier ist Tony. Ja. Ein A-Team-Vibe. Also ich finde auch, dass es hat was Lustiges. Also es hat viele, viele lustige Elemente und man ist halt irgendwie immer auf der auf dem Weg, um Dinge zu sprengen oder Leute zu erschießen. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Genau, und Tony ist nämlich ein Händler, aber... Zeig mir, woran du Interesse hast. Er redet nicht so viel. Das vergiss lieber. Ich bin sehr zufrieden damit, meinen Geschäften nachzugehen. Aber man kann mit ihm handeln. Zeig mir, woran du Interesse hast. Und er hat eigentlich immer gute Sachen im Angebot. Oder... Also er hat im Moment zumindest ganz gute Sachen im Angebot, so auf den ersten Blick, weil ich hier nämlich schon diese Waffe sehe, die Chris schon hat, und davon habe ich einiges an Munition, und das wäre ein zweites Gewehr für meine Gruppe, das ich echt gut gebrauchen könnte. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Ich meine, eigentlich ist es ja auch nur eine Maschinenpistole, aber die hat halt wirklich ein bisschen Reichweite, ja. Halt mal eine Waffe mit, sieht man das nicht auch in einem kleinen, in einer kleinen Ansicht? Ja, doch. Reichweite 19. Und ja, hat man hier zwar auch so eine Art Mac 10, Mac 11, oder was ist das? M1119, ein Nachbau der berühmten Mac 10. Wurde von Cobray in den 1980er Jahren hergestellt. Ja, aber auch die hat halt nur eine Reichweite von 13, ist auch besser als viele Pistolen und hat auch einen automatischen Feuerstoß. Hat dann natürlich auch was. Aber oh, und diese Walter MLP, die hat auch eine 19er Reichweite. Die ist auch nicht schlecht, so gesehen. Auch eine 19er Reichweite, aber ich, auch 9x19. Auch mal 9x19 findet man auch oft. Nicht schlecht. Beide Waffen sind okay, denke ich. Und könnten mein Team hier echt verbessern, denke ich. Ich glaube, da kaufe ich schon mal was ein. Was ist das? Achso. 10 mm Auto. In einem 8-Round-Magazin. Das müsste die Munition sein, die für die zweite Waffe von Chris vermisst wird. Und dann gibt es hier noch verschiedene Messer und Wurfsterne. Das hier ist ein Duckbill. Das ist ein Aufsatz für eine Schrotflinte. Das sorgt dafür, dass die, die Kugeln so horizontal verteilt werden. Das ist, sorgt dann wiederum dafür, dass es eher so einen stehenden Menschen ganz gut treffen kann. Denke ich. Also, dass der mehr davon abbekommt. Könnte man vielleicht auch kaufen für die Waffe von, die Schrotflinte von Trevor. Ja, einige schöne Sachen. Aber ich möchte ja auch Sachen verkaufen. Leider nimmt der... Mal sehen, was wir hier haben. Sowas nicht an. Ich bin nur an Waffen und deren Zubehör interessiert. Waffen und deren Zubehör, aber auch... Bedauere, ich bin nur an Waffen und deren Zubehör interessiert. Auch davon tragen wir uns ja ein bisschen mit rum. Und es wäre jetzt natürlich super, wenn wir den ganzen Rest hierher schleppen könnten, der in Drassen noch rumliegt. Aber das wird nicht ganz so einfach, denke ich. So, ich werde mal gucken, was ich denn vielleicht aussortieren kann. Und an ihn verkaufen kann. Bei Chris sehe ich auf den ersten Blick nichts. Das Einzige wäre halt das Zweibein, was ich im Moment eh nicht verwenden kann. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das wäre eine Möglichkeit. Aber sonst hätte ich erstmal nichts zum Verkaufen. Vielleicht nächstes Mal. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und hol die anderen. Ja. So, Grizzly. Grizzly hat diese Sig Sauer. Die hat er eigentlich auch nur, weil er ein Holster hat. Ansonsten hat er jetzt eh schon eine MP5K, mit der er dann Feuerstöße machen kann, wenn nötig. Und er hat auch schon ein Gewehr, was eine bessere Reichweite hat, mit 16. Hier. Ja. Jetzt nicht ideal, aber besser als eine MP5K A4. Und die Sig Sauer kann er eigentlich verkaufen. Nur wird halt nichts in das Holster passen. Also, was er sonst noch mit sich rumträgt. Ja. Aber das Holster könnte ich vielleicht dann an jemand anderen weitergeben. Ja, zum Beispiel an Trevor. Weil der hat im Moment ein Revolverholster und das braucht er wirklich nicht. Und hier, er trägt auch was rum, was ich verkaufen wollte, nämlich diese kleine Pistole mit der Genauigkeit von 0. Ich wette, du bist hier, um Tony zu sehen, was? Er ist hinten. Er macht leider immer dicht. Also das Taschenmesser kann, denke ich, definitiv Dimitri behalten. Und dann, ich glaube, die nicht blutigen Wurfmesser kann ich auch verkaufen. Weil Dimitri ist auch ganz gut mit Technik und vielleicht kann ich damit auch Dinge reparieren. Das muss ich jetzt mal glatt ausprobieren. Nee, geht nicht. Geht nicht, aber er kann damit vielleicht Schlösser aufknacken. Weil das steht ja da. Dann würde das gleichzeitig wie so ein Lockpicking-Set wahrscheinlich funktionieren. Vielleicht wäre das für Trevor. Dann kann ich vielleicht sein Schlosser-Set einfach abgeben. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendeinen Vorteil hat, wenn man ein Schlosser-Set statt diesem Schweizer Taschenmesser benutzt. Ein Zungenbrecher, für mich zumindest. Ja. Also hier müsste er ja. Moment mal, das kann ich ja gleich mal ausprobieren, ob das als Schlosser-Set funktioniert, wenn ich das Trevor gebe. Also es wird auf jeden Fall als Dietrich angeboten. Und wenn ich es nicht im Inventar habe, sondern ablege, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, genau. Und von daher ist es doch vielleicht besser als ein normales Schlosser-Set. Wenn man so ein Messer hat, weil man das hier auch in dem Messerslot noch verstauen kann. Und zur Not damit auch angreifen kann. Wobei so ein Kampfmesser wahrscheinlich besser ist vom Angriffswert. Das hat Schaden 13 und das hat Schaden 10. Und es braucht auch mehr AP. Vielleicht wäre das später was für einen anderen Söldner. Aber Schlosser-Sets werde ich definitiv auch wiederfinden. Das ist, denke ich, nicht das Problem. Ein schlechtes Messer und ein Schlosser-Set im einen. Ja. Ja. So sieht es mir auch aus. Ja. Aber ich würde ihn das trotzdem mal behalten lassen und auch als ein Messer nutzen lassen. Und im Messerslot verstauen. Und dann hat er nämlich noch eine freie Tasche für irgendwas anderes. Zeig mir, woran du Interesse hast. So, generell. Die braucht 10 mm Auto. Leuchtet es jetzt schon? Ja, es leuchtet. Dann werde ich diese 8 Rounds kaufen. Leider nur 8. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Bedauere, ich bin nur an Waffen und deren Zubehör interessiert. Okay, das packt er ein, aber dann packt er es nicht wieder aus. Na gut, dann muss ich ihn nochmal sprechen. Genau, dann kaufe ich die Munition für die Waffe, dann hat er... Du ziehst ein Tauschgeschäft in Erwägung, habe ich recht? Du hast recht. Du hast recht. Genau, das werde ich so... Bobby Reyes verkauft mit Sicherheit 10 mm Auto. Verzeihung, du hast deine Ware vergessen. Was? Achso, Transaktion. So, hier ist deine Ware und dein Wechselgeld. Und man kann hier immer bei ihm bis zu seinem Kontostand Geld machen. Oder gefundene Waffen zu Geld machen. Wobei das jetzt für mich eher ein Minusgeschäft werden wird hier. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Da ich ja ein paar Sachen kaufen möchte. Sehr gut. Aber man wird ja mit der Zeit noch einiges an Waffen auch finden. Ich überlege, ob ich das 556er Magazin verkaufe. Ich glaube, das ist relativ häufig zu finden. Bei der Sniper-Munition ist es schon anders. Die geht einem doch auch gut aus. Ja. Ich wollte eigentlich die nicht blutigen Wurfmesser verkaufen. Ja. Naja, nur zu spät. Jetzt habe ich das leichte Kampfmesser verkauft. Egal. Wo ist jetzt, sag mal. Jetzt ist die Waffe verschwunden. Jetzt ist die Waffe verschwunden. Mann! Das wollte ich doch verkaufen. Was ist denn mein letzter Ladepunkt? Ich glaube, ich habe hier irgendwas gespeichert, als ich versucht habe, mit Trevor am Schloss rumzufummeln. Genau, das wollte ich doch verkaufen hier, die 38er Special. Und die ist jetzt weggebackt. Okay. Nee, dann würde ich nämlich auch das Messer behalten und Dimitri geben. Genau, aber die 38er Special verkaufen. So. Zeig mir, woran du Interesse hast. So, neuer Versuch. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Yes. So machen wir das. So, hier ist deine Ware und dein Wechselgeld. Dankeschön. Okay. 5,56 ist sehr, sehr wertvoll am Anfang. Okay, na gut, dann verkaufe ich es vielleicht doch lieber nicht. Aber wenn du das sagst, Weizen. Gut, dann lasse ich es erstmal. Du weißt, wo du mich findest, wenn du an weiteren Geschäften interessiert bist. Dabei? Ja. Dann kriegt... Ja. Dimitri das Kampfmesser und du nimmst das Taschenmesser in den Messerslot. Ja. Und Dimitri bekommt auch... Ja. Verkauft die anderen. Verkaufe ich jetzt die anderen Wurf? Ah, Moment mal. Geht das nicht? Das ist für mich. Nee, geht nicht. Mir war so, als wenn das blutige Wurfmesser nicht mehr blutig ist, wenn man es in den Sand wirft. Okay. Es bleibt blutig. Okay. Aber ich wollte eigentlich ein bisschen Inventar sparen. Und deswegen... Ich gebe mal die beiden blutigen Wurfmesser an Trevor. Hier. Und Chris gibt mal... Ne, die beiden normalen Wurfmesser. Ja. Gibt mal das... Hä? Ach, geht nicht, wegen... Platzproblemen. Dann leg's doch auf die Erde. Hier. Und Chris hat wahrscheinlich auch nichts weitergegeben. Doch, Chris hat etwas weitergegeben. Ja. Ja. Aber an Trevor. Ja. Okay, die kann ich, denke ich, nämlich auch stacken, die blutigen Wurfmesser. Gut. Ja. Und dann kann Trevor die beiden... normalen Wurfmesser verkaufen. Ja. Andererseits erhöht sich der Preis ja vielleicht auch noch bei höherer Führungsqualität. Moment, oder verändert sich der Preis? Er hat nur 22. Muss man eben gucken. Ja. 21. Ja. Das wird wohl nichts anderes machen. Das heißt, 844, was zahlt Chris? Hier. Zeig mir, auch 844. Also irgendwas war auch, dass bestimmte Leute bessere Preise kriegen. Ich glaube, das hängt mit der Führungsqualität zusammen. Dann kriegt man bessere Preise. Aber die sind halt alle noch relativ gering. Chris ist jetzt mit 41 am höchsten. Schon gut. Lass dir Zeit. Vielleicht nicht. Aber nicht hoch genug. Ja. So, du kriegst noch zwei Wurfmesser von mir. Lass mal sehen, was wir hier haben. Verzeihung. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Sehr gut. So, und hat... Ja. Grizzly hat so viel Munition. Zeig mir, woran du Interesse hast. Davon nehme ich ein bisschen was raus und dieses, das Holz, mal gucken. Ich verkaufe die Munition. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Dreimal. Ach, viermal. Die findet man so schnell wieder. War nur ganz am Anfang ein bisschen knapp. Okay, und dafür kaufe ich noch die beiden Gewehre. Also kann man das Gewehre nennen? Maschinenpistolen. Diese Maschinenpistole wurde lange Zeit von der deutschen Polizei verwendet. Im Jahre 1985 entschied man sich jedoch dafür, neue Waffen von Heckler und Koch. Die Walter MPL. Genau, dann nehmen wir die mal. Und was wir noch nehmen wollten, war... Leider reicht das nicht, um die Sachen zu kaufen, die du ausgesucht hast. Ja, das kannst du dann vom Konto nehmen, ne? Könnte noch Mündungsfeuerdämpfer kaufen. Leider reicht das nicht, um die Sachen zu kaufen, die du ausgesucht hast. Aber so viel Nachtkampf werde ich nicht machen. Ich kaufe den kaputten Duckbill. Den kann ja Trevor reparieren. Wenn er eh wieder Sachen repariert. Leider reicht das nicht, um die Sachen zu kaufen, die du ausgesucht hast. Okay. Genau. Dann ziehe ich den Rest vom Konto ab. Und sonst... habe ich nichts mehr, was ich noch kaufen möchte. Oh, die Vakuumgranate ist natürlich noch gut. Okay, er versteht, glaube ich, was ich meine. Ich will es trotzdem nicht riskieren. Ich mache jetzt erstmal fertig. Geht es nicht? Kann der keine Ware auf dem Boden ablegen? Jetzt? Doch, geht. Okay, dann kannst du das mal an Trevor weitergeben. Der baut es mal an seine Schrotflinte an. Dann wollten wir noch die Vakuumgranate. Zeig mir, woran du Interesse hast. Vielleicht nächstes. Ne, hat er noch nicht genommen. Ich muss ja noch Transaktion drücken. Zeig mir, woran du Interesse hast. Verzeihung. Ja, du sollst es einfach ablegen. So. Zweimal fertig drücken, dann geht's. Wenn ich Glück habe, dann finde ich ein Gewehr für 5,56er Munition in San Mona. Okay. Wo soll ich denn in San Mona das Gewehr finden? Gut. Hier. Erstmal. Chris. Ah, Dimitri ist unser Grenadier. Du nimmst die Vakuumgranate. Das ist für mich. Trevor hat jetzt wieder ein bisschen Munition für seine Waffe. Dimitri. Ah. Wir haben einfach zu wenig Platz. Die Leute brauchen alle Rucksäcke. Dann geht es ganz viel einfacher, ganz deutlich einfacher. Ja. Okay, im Sektor mit Kingpin kann man eine Waffe aus dem Polizeigeschäft, aus dem Polizeigebäude klauen. Okay. Yep. Gut, dann nimmst du jetzt nochmal die mit der die Walter, weil für die hast du auch Munition da. Hier. Niemand hat Platz. Und nimm du einfach noch die andere Waffe erstmal. Das ist für mich. Die ist jetzt leer. Ja. Das ist für mich. So, jetzt steckt was drin. Hier. Hier ist es. Im Grunde muss ich aber noch eine Pistole loswerden. Die Pistole mit dem Schalldämpfer will ich unbedingt behalten. Die hat auch dasselbe Magazin. Ja. Hier. Die Swings könnte ich vielleicht verkaufen. Ja. Oder die Sig Sauer. Ja. Die bessere Waffe ist eigentlich die Swings. Ja. Hier. Ja. Wenn ich das auf die Schnelle sehe, dann ist die Swings die bessere Waffe. Deswegen verkaufe ich die Sig Sauer mit Munition. Yes. Yes. Zeig mir, wo... Das hat das Geschäft. Sehr gut. Du weißt, wo... Okay, dann... Das ist schon wieder ein... Item umgewende hier. Ach, dann passt es nicht mehr in die Tasche. Mann. Ja. Ja. Egal, nimm du die. Ich hab's. Das Magazin für die Waffe. Okay. Ja. Ja. Und das Glaser bleibt da drin. So, und das Holster soll ja Dimitri kriegen. Da muss er aber erstmal wieder die anderen Sachen ablegen. Und voll. Hier. Das Holster, das leere. Yep. Von ja. Grizzly kriegt Dimitri. Ja. Und so. Das ist für mich. Das ist für dich. Das ist für mich. Das gibt's doch nicht. Kein Platz. Kein Platz für nix. Okay. Ich muss mal kurz, mal wieder kurz. Kein Platz für nichts. Ich muss irgendwo was ablegen. Irgendwo was zwischenlagern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach Gegenstände bei Tony liegen lassen kann oder ob das mit der Zeit verschwindet. Aber ich muss Zeug ablegen. Weißt du das Weizenspam? Kann ich das einfach bei Toni liegen lassen? Was ich so gefunden habe? Ich meine, was jetzt da liegt, das kann ich sowieso nicht bei Toni verkaufen. Du lässt immer einfach liegen. Okay. Yeah. Gut, ich habe jetzt hier nämlich noch die Weste, die ich loswerden muss, neben dem Schlosserset. Yep. Ja. Und den Rest will ich ja mitnehmen. Ach so. Hier. Alles klar. Ich kann es natürlich auch so machen, dass ich mir hier irgendwie ein Motel-Room aussuche. So wie... Ja, das stimmt. Wenn Toni nicht da ist, dann ist das richtig doof, ja. Alles klar. Toni verschwindet, glaube ich, nicht, wenn man einen Söldner hier abstellt, ne? Also wenn man täglich da ist. Nichts. Nichts. Dann wird das hier nämlich einfach mein Lagerraum, würde ich sagen. nichts. Wo ich Dinge ablege, die ich vielleicht irgendwann brauche. Vielleicht aber auch nicht. Genau. Dann kann er nämlich hier die Swings lassen. Weil die brauche ich halt nicht. Und sogar auch den Holster. Das Holster. Und ich habe wieder ein bisschen Platz im Inventar. Ich kann auch das Zweibein hier lassen. Und auch die Sanitäterausrüstung. Und dann habe ich nur Munition. Brechstange sollte ich... Naja, wenn ich Trevor habe, brauche ich eigentlich auch kaum eine Brechstange. Okay. Ja, ich würde mir halt auch noch einen Söldner besorgen, der hier nur rumsteht. Vielleicht könnte das auch Flo übernehmen, wenn die so... Nee, die kann ja jetzt Milizen ausbilden. Jetzt geht's ja. Die muss nur weiter noch in der Führungskraft steigen. Alles klar. Alles so. Klar. Ja. Ja. Kommt mal alle hier rüber. Ja. Ja. Und bringt es was? Ist Tony dann da, wenn er die Wand aufspringt? Ist. Ja. Okay. So, die Diegel ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Deswegen lege ich auch die ab. Wenn die nicht zu gebrauchen ist, dann kann ich sie doch auch gleich verkaufen. Nicht. Die ist genauso gut wie die Waffe hier, oder? Ach nee, die hat 14 Genauigkeit. Die hat eine richtig hohe Genauigkeit. Das ist ein Unterschied. Aber ich habe halt keine Munition dafür. Vielleicht hat Tony noch mehr. Das wäre noch eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt von Tony noch mehr Munition für die Diegel kriege... Hier. Hat der noch mehr? Das ist das 357er. Zeig mir, woran das ist doch hier auch 357er, oder? Nee, das hat ein anderes Magazin. Aber er hat auch keine 357er Magazine. Das sind 45er. Ne. Schon gut. Lass dir Zeit. Auch nicht irgendwie in einem anderen. Nee, also hat er nicht. Vielleicht nächstes Mal. Verstanden. Dann kann ich sie eigentlich auch loswerden. Ja, ich glaube auch, dass er eigentlich immer da ist. Dann kann ich sie eigentlich auch loswerden. Brauche Platz fürs Gewehr. Ja. Yep. So. Auch bei Trevor muss man sich noch fragen, braucht er die Pistole denn tatsächlich? Und Grizzly hat leider keine vernünftigen Taschen. Okay. Dann Nee, du sollst es nicht weitergeben, du sollst es ablegen. Ja. Ja. Ablegen. 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 Gut, gut. Das behältst du einfach mal. Ja. Yep. Er hat gute Taschen. Er hat gute Taschen und noch so einen Beutel. Er hat ein Holster, das er nicht braucht. Hm. Er braucht das andere Holster, oder? Ich hab's. Das hilft doch schon mal. Alec, gute Nacht dir. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Das hilft doch schon mal, wenn man das... wenn man die Swings in einem Holster verstauen kann. Aber er hat auch eh viel zu viel Kram... Ja. Hier. Alles klar. Nee. Ja. Hier. Ja. Im Grunde ist die Waffe ja nicht zu gebrauchen im Moment. Das ist eine tolle Waffe und ich will die behalten, aber sie ist im Moment nicht zu gebrauchen. Mit 7 Schuss. Und jetzt haben zumindest diese 4 Söldner auch jeweils Munition und Gewehre. Also ist sie erstmal raus. Okay. Ja. Ja. Yep. Juhu. Ja. Ja. So, und bei Dimitri überlege ich noch... Nee. Ich verkaufe die Diegel. Ich verkaufe die Diegel und dann kriegt er noch ein Magazin von Chris. Okay. Für die 762 x 25. Vergessen. Ich schon wieder vergessen. Dimitri vergisst gerne mal, wo er hinlaufen soll. Okay. Und dann habe ich die... Zeig mir, woran du Interesse hast. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen... Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Habe ich die Portokasse etwas verbessert? Sehr gut. Und wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Wenn auch trotzdem nicht viel. Wenn auch immer noch so wenig. Hier. Ist vielleicht besser, ja. Wenn ich... Okay. Dass ich halt nicht mehr die Munition aufnehmen könnte. Hier. So, Chris kriegt noch ein... Ja. Das Medi-Pack. Hier. Oh, er hat gar keine medizinische Fähigkeit. Ja. Ja, dann solltest du doch lieber beim Dimitri bleiben. Ja. Okay. Gut. Dann schließe ich mal die Tür und schaue mich weiter in der Stadt um. Ja. Das ist auf jeden Fall meins. Ja. Sag ich mal so. Chris, du gehst in die Bar. Verstanden. Redest mit Frank. Ja. Trevor, du gehst mal hier an die Tür. Wir wollen mal gucken, was da so in den Kisten drin ist. Kann sein, dass da gar nichts drin ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich wette, du bist... Dazu mache ich mal die Türen zu wieder. Damit niemand guckt. So, jetzt nochmal speichern. Und hier hinten, ja, ist nur eine einzige Kiste. Nichts drin. Und die ist leer. Okay, also. Egal. Control. Kann man sich doch auch gut merken. Alright. Gut, okay, Chris. Alles klar. Keine named. Außer Frank. Auf dieser Seite. Ich bin Frank. Bei mir gibt's Schnaps, bis du überschnappst. Genau, bei ihm gibt's Schnaps, bis man überschnappt. Und das ist auch ein Spruch, den ich gerne selber sage. Das habe ich mir aus dem Spiel gemerkt. Schnaps, bis du überschnappst. Da drüben ist jemand, den du kennenlernen solltest. Ich bürge für ihn. Carmen kommt oft hierher, wenn er in der Gegend ist. Okay, also Carmen ist auch da. Man trifft hier allerhand Leute. Interessante und weniger interessante. Solltest du mich brauchen, ich bin immer in der Nähe. Hallo Arak, guten Abend. Da ist Carmen. Carmen, weiß ich gar nicht mehr, welcher das ist. Ich glaube, der Kopfgeldjäger. Carmen Dancio, internationaler Kopfgeldjäger. Ich habe da einen kleinen Tipp für Sie. In diesem Land wimmelt es nur so von gesuchten Terroristen. Terroristen, auf deren Kopf ein Preis ausgesetzt ist. Arulco ist als sicherer Hafen für Verrückte bekannt. Deshalb bin ich hier. Ich habe verlässliche Informationen, dass sich im Moment 3 oder 4 gesuchte Terroristen hier aufhalten. Wenn Sie einen von ihnen für mich erledigen, wäre ich bereit, das Kopfgeld mit ihnen zu teilen. Alles, was Sie wissen müssen, ist hier drauf. Sehen Sie es sich genau an. Wenn Sie mich brauchen, ich bin meistens im Norden. Ich fühle mich in der Nähe der Grenze oder des Flughafens einfach sicherer. Oh, noch etwas. Wir brauchen sie nicht lebendig. Ich will nur ihre Köpfe als Beweis, dass der Auftrag ausgeführt worden ist. Sollte ihnen nicht schwerfallen, sie sind schließlich ein Söldner. So, jetzt hat er mir noch eine Machete gegeben, damit ich ihm die Köpfe bringen kann. Stimmt, dieser Ort ist was Besonderes. No, ich liebe meine Arbeit. Okay. Wie hätten Sie es denn gerne, ob Mensch oder Tier, mit dieser Machete schneiden Sie jedes Gericht in feinste Stücke. Die passt sogar in den Gewehrslot, interessanterweise. Und das ist eine Computerdiskette. Auf dieser Diskette steht von Intercept gesucht. Sie enthält vertrauliche Informationen über international gesuchte Terroristen. Ja, das ist eine Diskette. Das war früher mal ein Speichermedium für Computer. Da waren Dinge drauf gespeichert. So wie auf einem USB-Stick. Mhm. Und jetzt habe ich auch, ich glaube, hier neue Dateien, und zwar das, genau. Ja, 1,3 Megabyte. 1,33. Genau, hier finden wir quasi die gesuchten Verbrecher, und es gibt für jeden 20.000. Und wenn ich ein oder mehrere davon bei Carmen abliefere, dann gibt ihr mir eine Belohnung. Ja. Sehr schön. Und ich glaube, die Diskette brauche ich auch nicht mehr, weil jetzt sind die Informationen auf dem Laptop gespeichert. Wenn ich sie einmal, wenn ich die Diskette einmal ausgelesen habe, sozusagen. So, kann ich hier hinten noch in, glaube ich, in die Toiletten, kann ich, glaube ich, hin. Also die Bar hat auch ganz gewaltige sanitäre Einrichtungen. Nichts. Was ist das? Ein Schlüssel. Nichts. 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 Hier ist es. Ein kleiner Schlüssel. Kleiner goldener Schlüssel. Der passt vielleicht zu einem Schrank. Mhm, okay. Ein kleiner goldener Schrankschlüssel. Okay. Weiß aber gerade nicht zu welchem. Vielleicht ja zu den Waffenschränken, die Weizenspam erwähnt hatte. Verstanden. So, okay. Gut, next. Alles klar. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Gebäude, wo nichts los ist, in dem. Yep. Trevor kann mal die Gebäude hier hinten durchforsten. Da ist, glaube ich, auch nichts zu holen. Hier. Hier sind auch nur so Kingpin... Schergen. Ach, man kann hier gar nicht rumgehen, okay. Ach nee, das lag an dem... Das lag nur an dem Söldner. Der hat den Durchgang blockiert. Der geht aber bestimmt beiseite. So, Trevor. Dann schauen wir mal bei dir weiter. Durch die Häuser. Ach. Alright, nichts drin. Nichts drin. Hm? Das ist dann wohl das Haus von Brenda. Nichts drin. Sie hat eine Dose in ihrem Kühlschrank. Auch mit der Dose kann man was basteln. Das, da weiß ich sogar. Nichts drin. Mit Trevor braucht man keine Schlüssel, das stimmt allerdings. Da weiß ich sogar, was man damit basteln kann. Man kann nämlich mit einem Stück Schnur und einer Dose eine Alarmanlage basteln. Also. Nichts eine Dose, drin. Die klappert, ne? Nichts drin. Keine wirkliche Alarmanlage. Nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Aber alles kriegt Trevor auch nicht auf. Also in Cambria gibt es ja da so ein paar Schlösser. Alright, on. Da beißt sich vielleicht sogar Trevor mal die Zähne aus. Nichts drin? Hm? Eine Alustange. Alustange ist auch gut. Nichts drin? Du bist der Einzige mit VIP-Status, Arak. Ja. Alright, on. Yep. Aus Gründen. Alright, on. Okay. Hier gibt's eine Waffenkiste. Nichts drin? Ist das Clown? Nö. Ist jetzt meins. Die ist natürlich noch eine zweite MPHFK, ja? Ist ja auch nicht schlecht. Und eine Beretta. Ja, die lasse ich jetzt gleich über Dimitri ja. in mein Zimmer ablegen. Yep. Okay, gut. Trevor geht da weiter. Du tauschst mal mit ihm die Plätze und öffnest mal die Kühlschränke. Da wird wahrscheinlich auch nichts sein. Nichts. 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 Kommt er da vorbei jetzt? Ja. Alles klar. Und zum Tattoo-Geschäft. Ja. Yep. Nichts drin? Hm? Noch ein Zweibein und nichts noch ein Wurfmesser. Drin? Kann ich gleich nochmal was bei Tony verkaufen? Nichts drin? So, irgendjemand muss ja alles aufmachen, aber ich glaube, langsam kippt mir der Trevor um. Kippt mir der Trevor aus den Latschen, der hat fast keine Energie mehr. Nichts drin? Das ist der blaue Balken. Aber er hat 2 Trinkflaschen. Ich trinke mal was. Nichts drin? Dann kann er wieder. Nichts drin? Eigentlich ist es ein bisschen Vergeudung, dass die Getränke außerhalb des Kampfes zu verwenden. Nichts oder außerhalb drin? Eines Kampfsektors zumindest. Hm? Klebeband nichts und Werkzeug. Drin? Oh, du brauchst Werkzeug, neues, ja. Ich hab's. Können wir deinen Koffer wieder voll machen. Den anderen kannst du erstmal leer machen. Nichts drin? Nichts drin? So, ich werde mich mal eben umschauen nach einem weiteren Söldner. Den hätte ich vielleicht auch schon mitnehmen sollen. Der jetzt... Oh, hallo! Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein... Nö, noch nicht. Gambi kostet 150 am Tag. Ihn könnte man noch mitnehmen. Der hat auch ziemlich viel Weisheit. Das heißt, der lernt auch sehr gut. Und man könnte ihn... Aber der ist jetzt kein guter Reparateur. Im Gegensatz zu Hey... Nee, ist ja auch nicht. Hier, er. Gasket kann gut reparieren. Aber der ist halt auch teurer. 82. Hm. Könnte ich so machen wie Weizen Spam und Gasket holen und den am bei Tony platzieren. In der Nähe. Sodass der immer die Sachen repariert, die dort landen. Oder ich nehme mir Gumby. Dann kann er nicht reparieren. Tja. Aber Gumby ist jetzt eh nicht da. Ja, bin ich noch unsicher. 200 am Tag ist halt nicht... Ja, 150 am Tag ist halt nicht so wenig. Was ist denn bei MIS... bei AIM gibt es da so günstiger? Wenn man jetzt mal nach ganz hinten geht... auf Seite 2. Wie viel kostet dann eigentlich Bull? Bull kostet 400 am Tag. Bull könnte man auch ganz gut in San Mona lassen. Ich weiß nur nicht, ob er noch speziellere Kampffähigkeiten hat. Er ist ein bulliger Mann von wenigen Worten. John Peters zieht es vor, seine Taten für sich sprechen zu lassen. Trotz seiner Erfahrung bei der Militärpolizei der US Army hat er wenig Respekt vor Autorität und wird schnell wütend. Er hat sicher mehr Zeit als Insasse im Knast verbracht als Wärter. Bull ist Soldat, der bei der Arbeit nicht zimperlich ist. Ein Soldat. Bull kann kräftiger zuschlagen als jeder andere derzeit auf unserer Lohnliste. Genau, der hat die höchste Kraft, glaube ich, mit 98, aber Dimitri hat auch eine verdammt hohe Kraft. Ich glaube, der hat 96 oder so. Arak, ich wünsche auch dir einen schönen Abend, schlaf gut. Ich werde auch nicht mehr lange machen. Ich wollte nur noch mal alle Gebäude durchgehen. Aber ich hole mir jetzt Bull noch nicht und auch nicht Gasket oder Gumby. Ich schaue mir erstmal hier alles zu Ende an in der Stadt. Hier. Noch. Achso, und dann wollte ich nochmal ins Logbuch gucken. Im Logbuch steht jetzt auch, dass dass Belohnungen für Terroristen angeboten werden. Und dass ich Tony getroffen habe. Ich glaube, das ist auch so eine Mini-Quest-Reihe, ne? Also, da steht, glaube ich, vorher irgendwie, dass Hans Brenda loswerden will. Und dass Brenda irgendwie einen neuen Film sucht oder so. Und da findet man dann die Videokassette. Wenn man beispielsweise erst später in dieses Haus geht, wo ich schon früher war. Und... Dann kann man halt diese Videokassette für den Zweck benutzen, Brenda aus der Videothek von Hans wegzulocken. Nichts drin? Nichts drin? Oh, fucking hell. Ja. Er kriegt's nicht auf. Oh, right on. Hm? Geld und ein Tarnset. Ist das jetzt Diebstahl? Nö. Das ist kein Diebstahl. 650, nett. Und ein Tarnset. Ich hab's. Nehmen wir mit. Alright. 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 So, noch ein leeres Gebäude. Right on. Hier ist, glaube ich, nochmal was. Hier gibt es, glaube ich, nochmal was zu holen in dem Raum. Hm? Plastiksprengstoff. Knicklichter. Nebelgranaten. Nix. Hm? Und eine Minigranate. Auch nicht schlecht. Und auch alles for free. Kann ich mir alles rausnehmen. So, hier ist nochmal ein Named. Und dann natürlich in der Shady Lady. Yep. Und hier gibt es nichts. Hier kannst du nochmal eine Tür öffnen, Trevor. Wenn du magst. Hier. Verstanden. Ira gewinnt einen Punkt an Technikfähigkeit. Während wir hier... Nichts. Nichts. Sie übt Technik. Sie übt immer noch Technik, weil ich sie irgendwann auf Technik üben eingestellt habe. Weil wir kein Geld hatten, um die Miliz zu trainieren. Ich will sie ja nicht schocken, aber die Preise gelten nur für die Vertragsdauer. Ihn könnte ich jetzt zumindest schon mal für eine Woche holen. Für Trevor reicht es immer noch nur für den Tag. Ich glaube, den kann ich ihm auch schon bald anbieten, weil auf die 28.000 komme ich eh noch nicht. Nicht innerhalb des nächsten Tages. Oh. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Und dann zu euch. Zurück. Yeah. Kommst du auch da rein in den Raum? Ne, den müsste ich jetzt aufbrechen. Das machen wir nicht. Yep. Alright, on. So, hier ist noch eine Kiste. Nichts drin? Nichts drin. Und hier ist der einzige Raum mit einem Fenster in der Shady Lady. Warum auch immer nur ein Raum ein Fenster hat. So, wir reden jetzt aber noch mit ihm. Na, wen haben wir denn da? Kyle haben wir da. Jetzt schaut euch diese Muskeln an. Sie sind so hart. Ich wette, du machst Bodybuilding. Ich hoffe, du willst keinen Adler auf deine Schulter haben. Jeder möchte einen Adler. Das ist so langweilig, so überhaupt nicht en vogue. In dem Moment, als ich dich sah, wusste ich, dass ein Pfau das Richtige für dich wäre. Ein leuchtend bunter Pfau, der seine Federn über deine Pobacke ausbreitet, euphorisch tanzend und doch bestimmt in seinem Auftreten. Es tut auch kein bisschen weh, versprochen. Ich dachte eigentlich eher an ein Arschgeweih. Ich möchte nicht bis an mein Lebensende Tattoos machen. Nein, mein großer, starker Mann. Kai Lemons wird eines Tages seine eigene kleine Lederboutique besitzen. Mit scharfen Fummeln des Künstlers Kai Lemons. Deshalb habe ich auch diesen Laden von Mr. Klaus gemietet. Ich hatte ja ein Auge auf den Biker-Shop geworfen, aber leider will dieser süße Angel nicht verkaufen. Aber vielleicht wird sich eines Tages mein Traum erfüllen. Also du bist ein Soldat, ja? Ja, möchtest du mitkommen? Ich? Ein Söldner? Oh nein, ich bin ein Künstler. Okay, schade. Ja, auch hier eine neue Quest. Kyle träumt vom Lederwarengeschäft. Das ist das Geschäft von Angel, der ja hier seine Schwester gerne befreit haben möchte. Ja. Ich wette, du bist hier. Juhu. So, ansonsten mache ich jetzt hier mal Folgendes. Wir hatten ja nochmal eine Beretta gefunden, die wir jetzt an dieser Stelle auch nicht brauchen können. Ah, schlecht ist die auch nicht, ne? Man fast eher die Swings verkaufen, aber die hat mehr Genauigkeit. Zeig mir doch nicht die Leute an, die ich gar nicht angezeigt haben will. Kann auch nicht sehen, was die wert wäre, leider. Müsste ich sie erstmal ins Inventar packen. Die Beretta ist halt auch ein bisschen beschädigt. Die direkt zu verkaufen, wäre unklug. Da sollte man eher noch reparieren. Vorher. Okay. War ja nur so eine Idee. Hier. So, wer bist du? Alle nennen mich Billy. Manchmal wird sich Billy schon gerne setzen, aber ich darf nicht. Oh. Billy kann jetzt nicht mit Ihnen sprechen. Oh, Billy. Was für ein knuddeliger kleiner Billy. Ah, willkommen in der Shady Lady. Ich bin Madame Laila, deine Gastgeberin. Ich bin sicher, dass du hier etwas oder vielmehr eine findest, die dir gefällt. Meine Mädchen sind alle so ausgesucht, dass wir ein möglichst breites Angebot haben. Tja, Maria ist eins von unseren neueren Mädchen. Na, sie ist ein wenig schüchtern, ziert sich gern ein bisschen. $400 pro Kopf. Ihr Zimmer ist am Ende des Ganges und geh ruhig hart ran, wenn du willst. Sie mag das. Maria ist die Schwester von Angel. Wenn du etwas ganz Besonderes suchst, könnte ich dir Cindy anbieten. Sie kostet $500 pro Person, aber du musst versprechen, ganz zärtlich zu sein. Wir haben gerade letzte Nacht ihren 18. Geburtstag gefeiert. Okay. Dann war sie wohl vorher auch schon hier aktiv. Du musst mich zuerst bezahlen. Das ist hier so üblich. Ja, aber ich will weder die eine noch die andere. Bedauere. Unsere Preise sind Festpreise. Du musst mich entschuldigen. Du hast doch sonst noch mehr. Ja, Maria ist eins von unseren... Du musst mich zuerst bezahlen. Die hat doch sonst noch mehr. Tja, Maria... Komisch. Okay. Naja, okay. Genau, also man kommt jetzt hier nicht nach hinten, wenn man nicht auch Geld investiert. Sonst hatte sie, glaube ich, noch eine erfahrene Frau angeboten, die man für 100, 150, 50 oder irgendwie sowas haben kann. Und die kriege ich jetzt nicht. Ist aber gemein. So, Maria, bitte. Ich schätze jeden, der weiß, was er will. Fein. Ach, übrigens, ihre Schreie kannst du ruhig ignorieren, wenn sie dich nicht anmachen. Sie gehören zu ihrer theatralischen Ader. Ja, das ist natürlich übel, was hier, dass sie da die Vergewaltigung quasi von Maria propagiert. So, was ich aber wollte, war hier hinten herzukommen und mich mal umzusehen. Stört doch bestimmt nicht, wenn ich hier mit im Raum bin, oder? Nichts. Okay, hier komme ich nicht so einfach rein. Verdammter Mist. Der Schlüssel geht für den Raum nicht. Da liegt noch ein Schlüssel. In diesen Raum darf ich nicht reingehen, das signalisieren diese Hände. Wenn ich da dennoch reingehe und dabei gesehen werde, gibt es Ärger. Ich sehe aber im Moment niemanden, der mich sehen würde. Wenn ich die Tür hier schließe, es sei denn, hier ist jemand direkt im Raum. Schauen wir mal. Oh, niemand im Raum. Hier ist es. Da hat eine Tür geklappt. Okay. Genau. Wir distanzieren uns von der Shady Lady und das, was da dort passiert. Naja, gut. Wenn sich jemand prostituieren möchte und das freiwillig tut, dann gerne. Dann ist das halt die eigene Wahl, aber das hier ist natürlich dann Menschenhandel. Weiß nicht, ob das der korrekte juristische Begriff ist. Und Vergewaltigung. Ja, ein einfacher Schlüssel passt wahrscheinlich in ein primitives Schloss. Bin nicht sicher, wofür der ist. Ich könnte sein, dass der hinten für die die Tür hier ist. Für die Hintertür. So, in den Raum kommen wir nicht. In den Raum kommen wir rein. Theoretisch. Gehe ich jetzt noch nicht. In den Raum kommen wir auch nicht. In den kommen wir auch rein. In den nicht. Ich glaube... Oh, ich bin mir unsicher, wo Maria ist. Egal, ich speichere jetzt mal und gehe jetzt mal in diesen Raum rein. Da ist Maria. Verstanden. Okay, dann gehe ich mal in den Raum rein. Okay, gut. Alles klar. Nichts. Ich glaube, dann habe ich es verstanden. Dann sind nämlich das hier die Geschäftsräume, sozusagen. Alles klar. Nichts. Wo man mit den Damen verkehren kann. In diesen Räumen. Und eigentlich ist es abhängig von dem, was man bezahlt, wird dann jeweils eine andere Tür geöffnet. Und hätte ich jetzt die 500 bezahlt, dann wäre ich in einen der anderen Räume reingekommen. Und nicht zu Maria. Wenn man den Preis für Maria bezahlt, dann kommt man in den Raum von Maria. So, und die anderen Räume will ich natürlich auch gerne noch inspizieren. So. Die Tür kann ich auch aufmachen. Das Problem ist, wenn ich jetzt an der Tür mich zu schaffen mache, dann gibt es Ärger. Glaube ich. Die hat nämlich eine Falle dran. Verdammter Mist. Alles klar. Gibt es jetzt schon Ärger? Alles klar. Tja, Maria ist eins von unseren... Scheint erstmal alles noch okay zu sein. Ich würde trotzdem lieber nochmal laden. Verstanden. Ich bin nicht sicher, ob es nicht doch ein Problem ist. Okay, der Schlüssel ist dann, glaube ich, für diese Räume. Und ich komme in die Räume nicht rein. Da passiert nur das. Da passiert nur das. Ich mache die Tür auf. kann ein Stück weit reingehen und kriegt den Smiley und die und das Gestöhne. Aber ich komme nicht an die Badezimmerschränkchen dran. Manchmal sind ja da Medikits drin. Ich kann nicht mehr sehen, was hier hinter ist. Wahrscheinlich auch so eine Badezimmerecke. Was sonst? Verstanden. Verstanden. Komisch. Aber so wie sich das anhört, ist er da schon auch sehr engagiert. Okay, gut. Gut. Ja. Dann hätten wir jetzt schon mal die Stadt kennengelernt. Soweit. Und alles Weitere, wie man Maria befreit und solche Sachen, würde ich dann im nächsten Stream machen. Ja. Vielleicht morgen. Mal schauen, ob ich morgen Zeit habe. Ich muss eigentlich, arbeiten. Aber ich glaube, so ab 22 Uhr kann ich dann auch nicht mehr arbeiten. Da lässt dann die Konzentration auch irgendwann arbeitsmäßig doch nach. Und vielleicht kann ich morgen nochmal um die Zeit wieder einen Jagged Alliance Stream machen und Maria tatsächlich retten. Jetzt, wo ich hier schon drin bin. Yep. Was Trevor ja gut kann, ist Türen zu öffnen. Und was Trevor auch gut kann, ist... Oh, Kumpel, das da ist ein richtiger, feiner Faller. Fallen zu erkennen. Und Fallen zu entschärfen. Und dann steht die Tür plötzlich offen, ohne dass es jemand mitbekommt, ohne dass es rumtrötet. Und dann kann man mit dem Schlüssel die Tür öffnen und mit Maria wahrscheinlich einfach rauswandern. Aber, wie gesagt, das mache ich dann in der nächsten Folge. Und dann würde ich hier an der Stelle Schluss machen. Wir haben auch noch gar nicht ganz San Mona gesehen. Das geht hier noch weiter. Eigentlich ist nur noch das ein Stadtteil und das hier die verlassene Mine. Aber das werden wir uns auch in der nächsten Folge ansehen. Und vielleicht gibt es dann in der nächsten Folge auch wieder eine Möglichkeit zu kämpfen. Kann aber auch sein, dass es mit dem Rollenspiel-Elementen hier in San Mona dann doch noch ein bisschen länger dauert und wir im nächsten Stream auch gar nicht groß zum Kämpfen kommen. Müssen wir mal schauen. Was auf jeden Fall auch interessant wäre, die Sachen aus Drassen, die jetzt hier alle rumliegen. Diese 49 Gegenstände nach San Mona zu kriegen, um sie bei Tony zu verkaufen. Und auch diese Munition hier zum Beispiel. Denn Tony kauft die gerne und ich kann damit gut Geld machen und dann vielleicht dann doch irgendwann mal Trevors Vertrag verlängern. Und er kriegt ja täglich neue Angebote und es füllt sich halt auch täglich sein Budget wieder auf. Also wenn ich jetzt seine 8000 irgendwas an Budget verbraucht habe, ich glaube, jetzt habe ich eher sein Budget erhöht, weil ich ja teure Waffen gekauft habe und eher günstige Sachen verkauft habe. Aber man kann ihn da halt auch relativ null runterhandeln, indem man alles verkauft, was man so dahin schleppt und dadurch halt auch ganz gut Geld machen. Auf jeden Fall, Tony ist dadurch eine gute Einnahmequelle und es lohnt sich immer wieder, die Sachen nach San Mona zu bringen, also die Waffen und die Munition, die passende, um sie bei Tony zu verkaufen. Gut, dann danke ich fürs Zuschauen. Ich werde jetzt ins Bett gehen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Nacht und vielleicht eine gute Nacht, wenn ihr ins Bett geht. Und werde jetzt gleich mal schauen, ob noch jemand online ist, wo ich hinraiden kann. Okay. So. Sehr gerne Weizenspam. Ich möchte ja auch im Spiel vorankommen. Ich würde gerne eigentlich noch viel länger spielen, aber das klappt halt nicht immer so, wie man das möchte. Und tatsächlich, Mongusa ist wieder online und spielt auch Jagged Alliance. Und deswegen würde ich wieder zu dem Amerikaner rüber raiden, der, wie gesagt, oder was ich schon in früheren Folgen gesagt habe, der spielt halt im Iron Man-Modus sozusagen, Jagged Alliance, und alles, was da passiert, bleibt so. Und wenn er einen Söldner verliert, ein Söldner stirbt, dann muss er das hinnehmen und spielt ohne diesen Söldner weiter. Und das macht es ganz interessant, finde ich. Gut, wie gesagt, gute Nacht euch, schönen Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich bald wieder. Ciao.